Ja, wir haben heute als AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt hier versucht, im Landtag von Sachsen-Anhalt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Thema Linksextremismus ins Leben zu rufen. Das ist der zweite Anlauf. Diesmal wurde uns wieder von den Parteien, die Grünen, die Linke und der SPD, verwehrt, diesen Ausschuss ins Leben zu rufen, obwohl er uns rein rechtlich und verfassungsmäßig zusteht. Wir werden natürlich auch rechtliche Schritte prüfen und natürlich auch zur Not vor das Verfassungsgericht ziehen, um diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Denn die Strukturen in diesem Land erfordern es. Denn solange wir, ich sag mal, Sachen vorfinden, wo eine Ministerin der Grünen oder eine Ministerin der SPD auf Aufrufen zu finden ist, auf denen auch die interventionistische Linke oder die Rote Hilfe steht, die beide im Verfassungsschutzbericht erwähnt sind, ist es dringend nötig, diese Strukturen aufzuweichen und auch nachzuschauen, wie weit Gewerkschaften, Vereine und Verbände in dieses antidemokratische Verhalten und in dieses rechtswidrige Verhalten mit einbezogen werden.